Hey ho ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Minispiele. Wir spielen Build Battle mit dem lieben Better Not Games. Ja, einen wunderschönen. Und wir sollen eine Prinzessin machen. Oh Gott. Aber eine wunderschöne. Oh Gott, wie fangen wir an? Wir brauchen Gold für eine Krone, das ist ja klar, ne? Ja. Und wir brauchen irgendwie güldenes Haar. Christina, lass dein Haar herunter. Und dann am besten, sollen wir ein blaues Kleid machen? Fashion-technisch setzen wir dich in den Mittelpunkt, glaube ich. Aber wir können irgendwie so, weißt du, so, wie heißt denn das, wo es diese Glasschuhe gibt, wo der Prinz dann, wie heißt es? Oh Gott, wie peinlich, hier. Cinderella, oder? Irgendwelche Glasschuhe. Cinderella? Kann sein? Ich weiß nicht. Okay, aber ich glaube, ich habe verstanden, was du vorhast. Also das ist der Rock unten schon, quasi, weißt du? Okay. Jetzt machen wir oben eins enger jetzt? Vielleicht? Mach du mal das Kleid so nach oben und ich versuche hier mal hinten irgendwie so einen Schleier zu verpassen. Mach ich den auch in blau oder mach ich den lieber in weiß? Du mach ich lieber in weiß. Na, ich habe noch keine Ahnung. Oh Gott, das wird so hässlich. It's pretty, absolute amazing. So, okay. Ja, der Schleier sieht jetzt ein bisschen hässlich aus, aber mit viel Fantasie vielleicht auch ganz toll. So, okay. So, jetzt. Mal noch eins höher, okay. Dann jetzt so die Armdinger. Die Arme, okay. Wie viel Zeit? Ach, wir haben ja noch 5 Minuten. Wir haben richtig viel Zeit. Von dem her, Achso, so sieht es folgt. Okay. Warte, oder lass so breit. So breit sah das besser aus. Also, okay, Warte mal, man kann doch noch auch bestimmt hier. Ja, Sunny passt schon, aber irgendwie Plot Time. Wollen wir am Abend oder am Morgen oder mittags? Abends, oder? Man geht ja. Wir machen ja so eine Ballprinzessin, sage ich jetzt mal. Die hat ja ein langes Kleid an. Dann so vielleicht so nachmittags oder so. Genau. Ja, es ist halt Mitternacht. Was nehmen wir als Boden? Sieht das gut aus? Ich glaube nicht, oder? Es ist, glaube ich, too much, oder? Es ist halt dann mehr so eine Track Queen. So. Können wir denn als Boden nehmen? Lapis? Lapis ist auch so heftig. Aber ich weiß nicht. Oh, 4 Minuten. 4 Minuten. Was brauchst du hier? Ein Jetpack? Haare! Ja, gut. Das wusste ich natürlich. Irgendwie noch einen größeren Kopf als nur 3, weil sonst kriegt man keine gescheiten Augen hin. Ja, außer wir nehmen irgendwie Item-Frames und packen da dann so Ender-Augen rein. Oder geh noch ruhig eins in die Breite, dann mache ich die Haare noch ein bisschen förmiger, sag ich mal. Ach komm, die wird wunderschön. Ich glaub's auch. Ich habe das unstillbare Bedürfnis, in eine Monobraue zu verpassen. Also sie hat ein wunderschönes Gesicht. Willst du das nicht lieber so mit Rahmen machen und... Mit Rahmen? ...einem dunklen Block als Auge oder so? Sieht das nicht vielleicht... Das kann man natürlich auch machen, dass wir so ein Item-Frame dafür verwenden. Hier so ein Löckchen. Ja. Ja, das ist super. Hier, kriegst du eine Augenbraue. Oh mein Gott! Nein, das kannst du jetzt keinem zeigen! Okay, eine Krone noch. Genau. Ein Grünchen. Soll ich mal versuchen, so einen Glasschuh daneben zu machen da unten? Ja. Ich meine, viel schlimmer kann es eigentlich nicht werden. Nee. Ja, eigentlich ist es wunderschön, oder? Ich wollte gerade sagen, eigentlich habe ich das Gefühl. Also eigentlich, wir müssen es ja gar nicht so schlecht machen.
Ich habe nämlich so das Gefühl, hätte ich das jetzt alleine gemacht, dann wäre das viel, viel, viel schlimmer geworden. Meinst du? Ja, auf jeden Fall. Kann man nicht sogar machen, dass die glitzert, die Krone? Mit Effekten? Ja, ne? Ja, ich guck mal. Partikel, was gibt's denn hier? Herzchen und... Was sind hier Glitter? Magic Crit? Firework? Ja, ich weiß noch nicht, was passt. Ich versuch's jetzt einfach mal mit irgendwas. Ja, wenn das schlimm ist, dann weiß ich nicht, ja? Okay. So, ein hässiger Glasschuh daneben, den man nicht erkennt als Schuh. Vielleicht solltest du einen Fuß reinbauen. Eine Minute, reiß mir die Scheiße einfach wieder ab, okay? Aber hey, ich finde die echt gut. Also mal ohne Scheiß, es hat am Anfang vielleicht schlimm angefangen, aber grundsätzlich kann man die doch anbieten, oder? Warte mal, ich die Krone. Vielleicht noch irgendwie einen anderen Boden. Guck mal schnell, ob du noch irgendwie was findest, was da besser ist. Vielleicht sollten wir einfach nur Gras nehmen und irgendwie noch mit Bone Meal, weißt du, Blümchen machen. Ja. Ja, mach das, komm. Ich nehme Bone Meal. Okay. Zack. Huch, was ist das? Das ist Gras. Warum ist das so dunkel? Sieht das auch bei dir so hässlich aus? Ja. Dann muss man das, dann ist es das Biom irgendwie blöd. Blot-Biom, ja. Warte. Dann machen wir hier Plains. Aha. Gleich viel schöner. Zum Verlieben. Eine Prinzessin im Gras. Aber wir hätten auch Eis machen können. Hätten wir eine Eisprinzessin gehabt. Du meinst so, wie heißt das? Frozen? Ja, quasi. Hättest du dann gesungen? Nein. Lassen wir das mal lieber. Okay, so, Voting-Phase. Oh Gott, unsere ist auch noch zuerst. Oh. Also... Kommt, Leute. Gut eigentlich, oder? Ja, oder ein Epic fast schon. Also ich hätte, glaube ich, auch mit... Ja klar, Poop. Was ist das denn? Hä? Glaub, die Burg sein? Ah, das ist mal richtig schlecht. Sorry, aber... Also das ist keine Prinzessin jetzt, ne? Ich glaube, das soll einfach die Krone sein, oder? Was ist das jetzt hier? Nächste? Das ist... Haben wir das Thema verfehlt? Ach, da ist die Prinzessin. Nee, also es ist jetzt mehr so eine Ballerina, ne? Ich frage mich nur, was sollen die Bäume dahinter? Ja, was soll bei uns... Ich habe vergessen zu voten, Mist. Was soll denn bei uns das Gras? Das können die auch sagen. Aber ja, die ist gut. Nicht fertig, ne? Aber man erkennt... Ich finde die Idee okay, oder? Ja, die haben quasi die komplette Zeit gebraucht, um den Drohnen zu bauen und sind dann nicht fertig geworden. Und dafür die Krone. Also bislang würde ich sagen... Wir sind gut dabei. Wir sind voll gut dabei. Okay, aha, okay. Sie ist ja unsere Idee. Unsere Eisprinzessin. Wobei, wo ist da die Prinzessin? Das ist keine Prinzessin, das ist mehr so ein König oder ein Prinz. Oder Bart Simpson hier so mit den Haarstoppeln. Okay, was ist das hier da für ein Mist hier? Ich glaube, wir gewinnen aufgrund fehlender Konkurrenz. Ja. Das kann natürlich sein. Ach, das ist süß. Das ist cool. Mit einem Prinzen. Okay. Guck mal, er sieht ein bisschen so aus, als wäre er Link hier aus Stella. Ach, Pinocchio! Hier, ist das nicht. Ist das jetzt hier dieser Schneebahn aus Frozen? Ja. Aber was hat sie in der Hand? Eine Pistole, glaube ich, oder? Das sah zumindest so aus. Das hätte auch was anderes sein können. Ah, die finde ich nicht so schön. Ist auch nicht fertig geworden. Was? Die hat gewonnen? Wir sind nicht mal unter den Top 3, also irgendwas geht da nicht mit den Freunden. Nee. Nee, also ich glaube, da sind die Leute bei dir in den Kommentaren sicherlich auch anderer Meinung. Also die fand ich so mit am hässlichsten, würde ich mal sagen. Ne? Es war ja keine richtige Prinzessin, es war mehr so eine Ballerina halt, ne? Ja. Naja gut, sei es ihm gegönnt. Ich würde sagen, wir hängen doch noch ein Ründchen hinten dran, oder? Alles klar. Boot. Oh je, Mine. Ein Boot? Also mehr ein Ruderboot oder wirklich so ein ganzes Schiff? Wir können ja ein großes Ruderboot bauen. Welches Holz sollen wir nehmen?
Ich habe jetzt mal so Spruce Wood Blocks genommen und dazu irgendwie andere Planks, vielleicht Oak. Okay. Wollen wir wirklich, machen wir ein Segelboot oder nur jetzt wirklich nur Ruder? Ja, mach mal so ein. Ich weiß es nicht. Mal, können wir nicht einfach schon mal, wenn wir das hier haben, probier mal was. Stimmt. Oh ja. Perfekt. Wir können ja unsere Prinzessin als Galionsfigur bauen. Wo irgendwie? Oh, ich habe keine Ahnung. Wer kann denn schon Boote bauen? Ich nicht. Ich bin da auch eher so, nicht so. Ne? Oh, okay, wir bauen auf jeden Fall anders. Ich mach die ganze Geschichte einfach mal was breiter, oder? Okay. Aber wollen wir da nicht irgendwie Planks nehmen oder sowas? So als Boden? Ich weiß nicht. Ja, ja. Ich hätte halt nur so Teile quasi dann mit den Blocks gebaut, also mit den Stämmen und dann andere Teile wieder mit. Okay, also wir können ja so Planken. Zwei nehmen und den Rest mit Planken machen, oder? So, dann ist es die goldene Mitte, oder? Ja, okay. Dann machen wir das so. Dann können wir noch irgendwie, was ist so Kanonen oder sowas an die Seite bauen. Ja. Irgendwie sowas in der Richtung. Ich weiß ja nicht. Okay, also erstmal irgendwo ein Mast. Ich mach mal das Boot irgendwie hier vollständig. Und irgendwo eine Galionsfigur. Ich möchte die Prinzessin. Oh, die Prinzessin! 1:1! Weißt du, die kriege ich so schnell hin? Ja, natürlich. You can do it. Du musst nur an das Herz der Karten glauben. Habe ich schon mal gesagt, dass ich in Bauen nicht so wahnsinnig brillant bin? Nee, dito, ich auch nicht. Warum haben wir uns das Spiel ausgesucht? Vor allen Dingen habe ich immer mehr im Kopf, wie ich wirklich umsetzen kann. Ja, aber das. Ja, mein Segel ist. Ja, ich meine, eine Mutter liebt ja auch ihr Kind, egal wie. Wie könnte man denn die Raketen machen? Lass ich mal überlegen. Irgendwie mit Dispensern oder so? Ja. Was in der Richtung? Wo gibt's denn die? Ja, das sind alles so Dinge, die ich normalerweise nie verwende, ne? Und warte, wir nehmen mal das. Okay. Nehmen wir mal so. Ja, das geht doch. Oder diese Trichter halt so. Kann man die so rum aufsetzen irgendwie? Warte, ich hab schon die Idee. Ich glaube, das ist eigentlich in Ordnung, wenn wir das so machen. Und dann so. Genau, und dann irgendwie noch eine Mannschaft. Wir können doch bestimmt auch noch so Villager oder sowas bauen. Ja, warte. Villager. Aber. 3 Minuten noch. Wir können noch so viel tun. So, ein Schwein, weil jeder weiß, auf dem Schiff muss es ein Schwein geben. Das bringt Glück. Alte Seemannsgeschichte. Wie sieht das aus, wenn wir hier so einen Korb hinmachen? Oh ja, das ist auf jeden Fall auch eine gute Idee. Ich meine, es ist eher so. Mein Segel ist so hässlich, ne? Alles falsch. Was könnte man denn mit Partikeln machen? Auf jeden Fall aus den Kanonen Explosionen, wenn es das gibt. Okay, schau ich gleich. Versuch mal noch ein bisschen was zu retten, aber. Schwierig. Oh Gott, das Segel. Ich habe das nicht gebaut, das war Christina. Ja, klar! Eher Holz, ne? Holz. Explosion, damals doch. Okay. So, ich finde unser Schiff gar nicht mal so schlecht, hör mal. Das haben wir bei der Prinzessin auch gesagt und dann waren alle böse plötzlich.
Sollen wir vielleicht irgendwie noch so eine, hier ganz oben, so eine Piratenflagge, oder? Ja, warum nicht? Wir haben ja noch Zeit, ne? Ich meine, wir haben ja noch fast 2 Minuten. Und langsam gehen mir schon die Ideen aus, tatsächlich. Vielleicht irgendwie ein Ruder oder sowas da hinten. Können wir auch noch machen. Oh nee. Oh Gott. Kann man hier Gemälde aufhängen? Oder fallen die weg? Ne, die gehen sogar. Müsste gehen. Habe ich hier nicht so einen Piraten irgendwie? Warte mal, es gibt doch diese Zauntore, die kann man doch bestimmt irgendwie so als Lenkrad nehmen. Gibt's ein Lenkrad auf dem Schiff? Ja, oder? Es heißt bestimmt anders, ne? Oh mein Gott. Boah, ja. Sogar mit Totenkopf, okay? Okay, bei mir ist es ein Walross. Echt? Ja, okay. Aber bei mir sind alle Gemälde ein Walross. Schnell noch irgendwie am Segel. Jo. Es geht voll klar. Also, nein, ich hab die Leiter nicht mehr weggekriegt, egal. So. Ja. Okay, das ist. Ey, das sieht aber. So. Ist okay, oder? Ja, das auf jeden Fall. Ich gebe mal ein Gut sogar. Ich finde es immer so schade, wenn so viele Leute einfach alles immer total negativ bewerten, um dann halt selber besser dazustehen. So. Finde ich auch okay. Das finde ich nicht so schön. Hätte man, glaube ich, in der Zeit mehr schaffen können zu zweit, oder? Na, die Idee hier ist ganz nett, aber... Wo ist das Wasser? aha, okay. Da sind wir auf jeden Fall noch besser mit dabei. Genau, aber das, wie gesagt, das haben wir ja, ne, schon mal... Abwarten, weißt du, du musst auch mal positiv optimistisch hier in die Zukunft blicken, Fräulein. So. Oh, hier finde ich das Segel ganz schön. Das ist doch unterschwellige Kritik gegen meins. Oh, das ist gut, das ist toll. Das ist schön, guck mal. Ja, also im Vergleich können wir uns ruhig ein Epic geben, Freunde. Komm schon, nicht das Rote hier, Gamer Girl, nicht das Rote, das Blaue. Oh, hier ist Christopher Street Day auf dem Boot. Okay, mit Blitzen, die hier einschlagen, okay. Ah, Truhen und so, siehst du? Ja, ja. Aber keine Besatzung. Nee. War ein Geisterschiff, glaube ich. Hatten wir Besatzung, ja, ne? Ja, natürlich. Ja, da hätten wir aber mehr machen können, ganz ehrlich, oder? Was ist das? Vor allem ein Schiff aus Wolle. Ich glaube, dem Herr Bauer war nicht klar, dass die nass wird. Was ist das denn? Das ist... Thema verfehlt, würde ich sagen. Oder? Ich erkenne daraus jetzt nichts. Ja, ich weiß nicht. Über den Tellerrand, you know? Oh, der hat eine Galionsfigur. Das finde ich ja wieder ganz nett. Aber das Boot, ich glaube, das ist nicht so arg seetauglich, so wie es gebaut ist insgesamt. Ich glaube, das kippt nach vorne, oder? Ja. Und hier, das ist jetzt wohl so ein Wrack jetzt eher, ne? Ja, das ist, glaube ich, auch nicht fertig geworden, ne? Ja, schnell noch ein paar Blöcke ins Wasser gesetzt. Okay, und ja, dann, das ist ein bisschen wenig jetzt hier. Ja, finde ich auch. Ach mal, guck mal, der hat Banner angebracht. Das ist wieder cool. Totenköpfen drauf. Ach, stimmt. Oh, oh, guck mal, wer gewonnen hat. Völlig verdient. Eigentlich beide Runden total verdient, oder? Genau. Aber jetzt haben wir die eine wenigstens... haben wir uns rausgerissen. Ja, ich würde sagen, das waren 2 feine, aber kleine Runden... Build Battle. Wenn es euch gefallen hat, guckt doch auch mal bei dem Better Not Games vorbei. Der ist natürlich unten verlinkt und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.